Aufzug gefunden, jetzt fahren wir hoch mit dem ganzen Gepäck. Zack, Busfahrt, 15, 20 Minuten, jetzt sind wir direkt im Hafen. Da sind wir, Fritte angekommen. Santa Catalina. Santa Catalina. Wir haben einen Expressbus. Und da liegt sie. Die Aida Stella. Celebrity. Nee, Aida Stella versuchen wir mal für 11 Tage. Guck mal, was das wird. Give it a try, ne? Wir sind gespannt. Wir berichten natürlich, ne? Ja. Wie immer für euch. Vor allen Dingen diesmal wieder Madeira endlich. Ja. Und Marokko, ne? Ja, Agadir. Und natürlich La Palma, Lanzarote. Die Hand oben. So, das sind meine Stücke und das ist euer Stück, okay? Guten Appetit. Warte, wo geht's hin? Sie haben Urlaub? Hey, Fritt hat Urlaub. Fritt muss arbeiten. Ich arbeite immer. Wahnsinn. Also sehr verehrte Damen und Herren, wir werden jetzt Urlaub machen die nächsten Tage. Das heißt, wir werden zusammen essen, zusammen feiern, zusammen schlafen. All das machen wir hier möglich in den nächsten Tagen, damit sie gut geht, dass sie runterkommen können etc. pp. Und sich so ein bisschen, sagen wir mal, vom Alltag erholen. Es gibt eine Tradition, mit der dürfen wir niemals brechen. Und zwar ist das deine Aufgabe jetzt, das zu verkünden, was wir jetzt verkünden. Achtung, wenn Sie das irgendwo auf einem anderen Schiff vermissen, sofort reklamieren. Liebe Gäste, es ist 20.56 Uhr. Und 34 Sekunden. Sie haben Urlaub. Let's go.
Guten Morgen. Gute. Guten Tag. Was machst du hier? Dein neuer Lieblingsgeschäft. Ne? Ja. Ziel, was ist das denn? Er fährt durch. Wir haben wieder unsere, wir gehen wieder unserer Lieblingsbeschäftigung nach. Da müssten wir eigentlich rein. Aber ja, aber der ist voll. Der ist voll. Wir müssen auch nochmal drücken. Wir stehen hier wieder mal vor Aufzügen. Ja, das Kind, das liegt unangeschnallt. Frieda schläft, aber wir haben sie nicht angeschnallt im neuen Stroller. Der fährt runter. Der fährt runter. Fahren wir erst runter und dann fahren wir hoch. Wir nehmen euch mit live in den Aufzug rein. Gucken, ob die Musik kommt. Aufzugmusik. Wir wollen auf 12. Vielleicht fährt der ja doch hoch. Da ist Britte. Sind wir wieder. Britte hat zu viel Essen. Hier Priority. Britte hat zu viel Essen. Luggage Mode. Guck mal, hier gibt es ein Priority und Luggage Mode. Ja, und was ist Priority Luggage? Oh, das verarscht dich auch. Hier. Wir gehen jetzt nämlich mal aufs Außendeck. Aufs Außendeck. Ist nämlich Topwetter. Topwetter, genau. Ich bin hier irgendwie. Mutter ist, hat die Bremse, eine Handbremse noch angezogen. Sonnendeck ist da. 1A. Ist noch was kühl, ne? Ist was kühl, ja. Es sind nur 20 Grad. Wir gehen mal hier übers Sonnendeck und nehmen euch da mit. Wir waren, wie gesagt, gestern im Islauch Abendessen und dann haben wir noch kurz im Theatrium, ne? Ja. Da haben wir dann auch noch die Show ein bisschen angeguckt und dann waren wir da auf dem Pooldeck. Also muss ich echt sagen, kannte ich auch noch nicht, ne, mit The Stars. AIDA Stars. Ja, die Show kannten wir noch Musik. Nicht. Gute Musik. Aber auf dem Pooldeck war dann noch Willkommensparty. Da gab es dann noch ein bisschen Musik, Lasershow gab es. Auslaufen haben wir dann noch angeguckt. Ja, war gute Stimmung, ne? Ja. War sehr schön. Und jetzt nehmen wir euch ja mit auf den Seetag. Und, nach Madeira. Madeira, genau. Tuckern hier rum, ganz langsam. Mit 5 Knoten vielleicht. Aber auch, ist auch kaum Wellengang, von daher alles recht entspannt. 8 Meter Wellen. Wir gehen mal hier weiter rum. Ihr seid mit dabei. Sagen wir bis später. Bleibt dran. Ciao, ciao. Thank you.
jetzt zum Frühstück. Wir sind ja hinten, von daher haben wir kurze Wege. Wir haben die Top-Lage hier, auch wenn es gestern oder heute Nacht geknarzt hat. Ne? Ja, das ist ein bisschen langsam gefahren. Ja, der ist stehen geblieben, gefühlt. Ja. Hat gescheppert, aber die Kiste hat ja... Genau, wir gehen ins Frühstücken. Es ist jetzt Viertel vor neun und haben schon lange in Funchal angelegt. Da gehen wir gleich mal raus. Bis später. So, wir gehen mal hoch aus dem East. Gehen wir mal hier eine Etage höher. Und hier eine Anytime Bar und haben einen wunderbaren Ausblick auf Madeira. Ist ja hier direkt im Hafen. Seht, noch ein bisschen Wolken behangen. Doch heute Morgen geregnet beim Einlaufen. Aber es soll sich bessern. Gucken wir mal, wie das Wetter sich verhält. Da hinten scheint aber schon die Sonne durch, das heißt, wir haben Hoffnung. Fritte und Frieda sind da unten mit der Oma. Frühstück noch im East, ich gehe jetzt auch gleich hier runter. Aber das Panorama sieht schon mal wieder gut aus. Wir werden uns gleich auf eigene Faust dann mal in die Stadt aufmachen wollen mit der Seilbahn hoch. Und dann nehmen wir euch natürlich mit, also bleibt dran. Fritte ist gleich auch wieder dabei. Und dann haben wir hier einen schönen Tag. Wir sind ja bis morgen hier. 13 Uhr legen wir wieder ungefähr ab. Also haben wir genug Zeit, sogar Overnight. Einiges noch vor. Sag mal bis später. Ciao, ciao. Ist auch da. Wir sind angekommen hier an der Seilbahnstation. Wie lange sind wir hier lang, Fritte? Viertelstunde. Viertelstunde, ne? Gemütlich. Ganz schön entlang der Promenade hier. Oh, genau. Hier. Danger. Danger. Ratten. Ratten sind da. Ja, hier ist der Müll. Sieht sie da voll aus. Oh ja. Hier ist wieder die Schlange bis draußen. Online kaufen müssen. Machen wir jetzt. Ja, komm, wir kaufen jetzt schnell online. Also. Gelandet. Genau, war ein bisschen unterwegs hier, sind ja mit der Seilbahn hoch. Zwei Seilbahnen, ne? Ja, da fährt man kreuz und quer, ja. Wie mit dem Zug, mit dem Zug. Nur mit der Seilbahn. Ja, war ein Abenteuer, sag ich mal, mit Kind und Kinderwagen. Aber ja, weil Botanischer Garten hat nicht so einen guten Weg gehabt, ne? Nee. So einen befestigten, ne?
Ja. Das war schon, schwierig. Steinig. Feder dann teilweise getragen, ne? Und ja. Fritte hat dann den Wagen geschoben. Aber wir haben es geschafft. Wir haben oben auch eine Top-Aussicht gehabt. Ja. Haben auch noch eine Kleinigkeit lecker gegessen. Was gegessen. Genau. Und getrunken. Ja. Ne? Also wenn er mit dem Kinderwagen hochfahrt, ne? Oder irgendwie Rollator, Rollstuhl, das ist schon schwieriger, ne? Also die Bahnen sind super, vor allen Dingen, wenn ihr einen Kinderwagen dabei habt. Könnt ihr hier an der Leite, ne? Genau, könnt ihr an der Seite hoch. Wie im Flieger. Die eine Bahn, also pro Bahn kostet das pro Person 18 Euro hin und zurück. Ja. Ja, also 36 für eine Person, ich glaub, Kinder einmal ab 7. Mit Botanischer Garten auch. Und ich blende euch das hier mal ein, da kann man das sogar schon vorher reservieren. Aber eine Top-Spot da oben, ne? Genau. Und wir hatten Bombenwetter, von richtig. Daher lohnt sich. Ja. Da mal hochzufahren und ja, die Blumen da waren auch sehr schön. Könnt ihr auch von da aus, wenn ihr da diesen Korbschlitten runterfahren wollt, könnt ihr es ja von da aus auch machen. Von der ersten genau. Etappe, ne? Ja, und jetzt gucken wir mal, soll da hinten ziehen Wolken auf. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal durch die Altstadt, schauen wir mal, was da noch so ist. Fred will shoppen. Kleinen Kaffee trinken, Frieda was zu essen geben. Und dann essen, ne? Genau. Das ist wichtig. Wir nehmen euch da auf jeden Fall mit. Bleibt also, dran. Bleibt dran. Bis später. Ciao, ciao. Ist hier wieder für Instagram schon am Plan, wisst ihr? Hä? Die Frau plant schon für Instagram, um aufzulösen. Ihr habt da nämlich fast ja, alle ihr falsch. Habt nicht gewusst. Ihr habt das, wie gesagt, Paul Panzer. Gesundheit. Schade, schade, schade. Leider, leider, leider nicht gewusst. Nämlich, es geht um dieses Schiff hier. Die Marella Explorer, ne? Ja. War? Was? Könnt ihr ja mal drunter kommentieren, was ihr sagt, was das war vorher. Und ich habe da jetzt aufgepasst. Ja. Das war nämlich, was für ein Schiff? Ohne Google, ne? Genau. Also schreibt dann mal in die Kommentare, was das für ein Schiff vorher war. Bis 2018. Bis 2018. Das ist der kleine Hinweis. Also, hier nochmal ein kleiner Ausblick auf Madeira. Da hinten ziehen die Wolken auf. Hoffentlich schneidet nicht. Und
sind wir, ne? Aus dem Kids Club. Kids Club? Kids Club Vlog, wollte ich sagen. Genau, der Aida Stella. Von Teneriffa. Genau, der... Haben uns hier gerade mal reingeschlichen? Nein, geschlichen nicht. Wir dürfen hier rein. Wir haben Frieda dabei. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist hier. Ja, ist schon ein recht großer Bereich. Gott sei Dank gerade nichts los. Ein Kind vorne im Bastelbereich. Ja, ihr könnt eure Kinder ja auch abgeben, wenn ihr einen Ausflug macht. Ne? Genau. Ich filme also mal ein bisschen die rum. Die betreuten Gruppen fangen eigentlich ab 3 an. Aber ihr könnt natürlich auch so betreuen lassen, wenn ihr eine Massage habt oder einen Ausflug oder so, ne? Das geht auch. Das geht auch. Aber ist nett gemacht. Auf jeden Fall. Die haben eigentlich den besten Ausblick, ne? Ja, wenn ich hier mal lang gehe. Auf der Heckwelle. Hier gehen wir mal hin. Wir haben einen guten Blick hier, die Kiddies. Wenn du was größer bist. Sind die Kabinen und aber hier kann man ja auch Eltern-Kind-Zeiten gibt es ja hier, ne? Wo man immer hin kann mit den Kindern spielen. Ja. Kann man hier rausgehen oder drinnen auch, ne? Also verschiedene Räume mit Basteln, mit Piratenzimmer. Genau, gibt es alles hier. Was ist hier noch für ein Zimmer? Theater gibt es da auch, Theater? Da können sie dann Aufführungen machen. Toiletten, gibt's? Wickelraum, alles da natürlich. Also ist schon gut hier. Wir sind, wie gesagt, Teneriffa angekommen. Heute Morgen um 8. Ja, ein bisschen früher. Ein bisschen früher. War noch wolkig. Jetzt ist hier alles aufgerissen. Ja. Ihr seht es, es ist warm. Ja, es ist sehr warm. Im Dezember. Gestern Abend war noch Alpenglühen. Da könnt ihr nochmal. Gretchen Nagel. Ja, war noch keiner da. Waren noch alle irgendwie gab's unterwegs. Gab's auch wieder Brezel, als wenn man und Oberster und weiß ich nicht alles, ne? Ja. Als wenn man hier verhungert, ne? Genau, ich hatte schon wieder Hunger nach 10 Minuten nach dem Abendessen. Ja, und dann waren wir noch schön in der AIDA-Bar. War ja, und da haben wir den Abend ausklingen Band, lassen dann mit Liveband. Connection. Kleines Dodo-Getränk haben wir noch genommen. Du hast eine Lemonade. Ich habe so ein Lemonade. Ja. War sehr gut. Aber Nacht wir werden jetzt... war entspannt. Ja, auf jeden Fall. Also war sehr entspannte Überfahrt hierhin. Ist gut zügig gefahren in Nikos. Und ja, war echt eine angenehme Nacht. Frieda hat lange geschlafen, bis kurz vor 7 heute Morgen ungefähr. Also können wir uns glücklich schätzen, ne? Durchgeschlafen. Das ist, wo wir sagen, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Super. Jetzt sind wir alle ausgeruht und können jetzt hier mal Santa Cruz de Tenerife erkunden. Wir erkunden mit euch die Stadt mal wieder. Genau, also kommt zeigen damit. Zeigen euch das und ja. Wir freuen uns, wenn er dran bleibt, ne? Genau. Ach so, ich habe gerade noch was abgedreht. Habt ihr auch schon gesehen, ne? Genau, Kabinenrundgang ist schon online. Also guckt euch den an, wenn ihr den verpasst habt, auf unserem Kanal. Bis später, ciao, ciao.